Belleville ist ein Stadtteil von Paris, aber im Grunde eher ein Dorf. Hier wächst der junge Claude Moine auf, besser bekannt als Eddie Mitchell, Crooner und Frontmann der ersten französischen Rock'n'Roll-Band, Les Chaussettes Noires, die schwarzen Socken. Mit über 40 lässt Mitchell sein Leben Revue passieren und schreibt einen seiner berühmtesten Songs, Nashville ou Belleville. In welchem der beiden Orte mag er sich mehr verwurzelt fühlen? In Nashville, der Hauptstadt der Country Music? Oder in Belleville, dem Reich der Straßenjungen, Rowdies und Einwanderer aus aller Welt? Eddie Mitchell ist von Amerika fasziniert, zugleich aber auch geprägt von Paris der 50er Jahre. Beides lässt er in seine Musik einfließen und das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Mitchell ist ein Interpret mit melancholischer Ader. Als Junge lebte er am Ende der Rue de Belleville, nicht weit von der heutigen Stadtautobahn entfernt. In den 30er Jahren werden am Stadtrand von Paris Sozialbauten hochgezogen, dort, wo ehemals König Louis-Philippes Befestigungsanlagen standen. In einem dieser Häuser wohnt Eddie Mitchell. Es ist eine beschauliche wie abgeschirmte Welt, abseits des Großstadttrubels. Das Leben hier spielt sich in den Bars ab. In einer davon, dem ehemaligen Le Clairon, entdeckt der Junge den Rock'n'Roll. Er kommt aus einer Jukebox. Die Hausnummer 9 am Boulevard d'Algérie ist ein rotes Backsteingebäude direkt an der alten Befestigungsanlage. Die Verhältnisse hier waren sehr einfach. Hier lebten nur Familien aus der Arbeiterschicht. Die Sozialwohnungen hatten keine Dusche und geheizt wurde mit einem Kohleofen. Aber man war hier solidarisch. An dem Tag, an dem die Sozialhilfe ausgezahlt wurde, trafen sich alle Nachbarn und beglichen kleinere Beträge, die sie einander schuldeten. Es kam öfter vor, dass jemand einen finanziellen Engpass hatte. Dann half man sich aus. Der schönste Zeitvertreib für den jungen Claude ist das Kino. Er schaut sich leidenschaftlich gern Filme an. Da ist er nicht der Einzige. In seiner Nachbarschaft gibt es gleich 11 Filmtheater. Da gab es zum Beispiel das Provence. Das war eher schlicht. Da wurden einfach Filme gezeigt und fertig. Aber es gab auch das Danube. Das war der reinste Luxus. Roter Teppich, samtbezogene Kinosessel. Da ging man hin, wenn man sich wirklich etwas gönnen wollte. Das Lied handelt davon, wie er mit seiner Mutter den Sänger von Mexiko im Kino anschaut. Luis Mariano war auch mein Idol. Den Film, die ganzen Operetten, das hat damals jeder gesehen. Die Spielwiese des kleinen Claude Moine reicht von der Festung bis ins nahegelegene Musaya-Viertel. Wie einstöckige Puppenhäuser wirkt die Bebauung in diesem Teil von Paris. Musaya ist ein Paradies für Katzen und Kinder. Eine eigene Welt, in der die Zeit stillsteht und die wie gemacht scheint für das kleine Glück. Vielleicht macht auch die Sehnsucht nach diesem Ort Eddie den Rocker zu Eddie dem Crooner, den singenden Geschichtenerzähler. Die Kinder waren ständig draußen. Hier fuhren ja keine Autos. Die Nachbarskinder steckten immer zusammen. Öfter kamen Eltern bei mir vorbei und fragten, ob ihr Kind hier sei. Und ich sagte nein, um dann festzustellen, dass ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass die Kinder die Treppe hochgestiegen waren. Ich mag das Glockenläuten der Kirche hier nebenan. Dort hatte Eddie Mitchell seine Erstkommunion. In den 50er Jahren konkurrieren zwei Institutionen um die Pariser Arbeiterjugend. Die Kirche und die Kommunistische Partei. Eddie entscheidet sich für die Kirche. Daran erinnert er sich als Erwachsener in seinem Song Boogie Woogie, wo er sich als Rocker und Prediger in einem präsentiert. Liebe Brüder und Schwestern, singt er dort, jetzt mal alle im Chor. Erst das Abendgebet, dann der Boogie Woogie. Die Kommunaden, die Résistance, die typische Pariser Arbeiterkultur und viel Idealismus haben das Viertel geprägt. Hier kreuzen sich die Straßen mit den Namen Liberté, Égalité und Fraternité. Man spürt hier überall die republikanischen Ideale. Mmh.
Auf dem Weg nach Belleville überquert man die Place des Fêtes. Der Platz wurde in den 70ern vollständig renoviert. Hier verbringt Eddie seine Jugend. Große politische Ideale hat er nicht. Wie viele andere in seinem Alter träumt er von Amerika und hört amerikanische Musik. Vielleicht ist es ja ein Wink des Schicksals, dass die Gegend um Musaya und die Place des Fêtes ausgerechnet amerikanisches Viertel heißt. Das echte Belleville findet man im heutigen Paris rund um die gleichnamige Metrostation. Unterwegs hat man vom höher gelegenen Stadtpark Belleville aus eine herrliche Aussicht auf das Viertel. Der heutige Park war damals einfach ein großes Stück Brachland mit ein paar Häusern drauf. Da wohnten zwar Leute, aber hier durfte jeder hin. Abends haben wir Würstchen gegrillt, ein paar holten die Gitarre raus, es wurde gesungen und gegessen. Das kann man so heute in Paris nirgends mehr machen. Das war schön damals. Das Akkordeon wird damals von der E-Gitarre verdrängt. In Belleville finden viele öffentliche Tanzveranstaltungen statt, die Bal Populaire. Hier beginnt Eddie Mitchells Karriere. In den 60ern zog man sich eine Lederjacke an und dann war man ein Bad Boy, ein Rowdy. Man ging auf eine Tanzveranstaltung und provozierte, machte Krawall, markierte den Halbstarken. Das alles schwappte mit dem Rock'n'Roll aus den Staaten zu uns herüber. Rock'n'Roll ist ja durchaus auch eine Protesthaltung. Rock'n'Roll, das heißt Energie, Revolte und eine gewisse Clankultur. Und das passt alles hervorragend zu Belleville. Das frühere Dorf ist ein Schmelztiegel. Es ist stolz auf seine revolutionäre Vergangenheit und seine Unabhängigkeit. In Belleville sind zwei Häuser oft durch eine Werkstatt getrennt. So gibt es hier viele Innenhöfe, die damals alle offen waren. Es gab keine Türcodes, die Leute liefen einfach durch. Kinder spielten im Hof. Eddie Mitchell hat das noch so gekannt. Das waren Orte, an denen alles möglich war. Man traf sich, man hörte die neue Rockmusik. Man genoss eine große Freiheit. Hier lebten viele alteingesessene Pariser, aber auch Zugezogene aus armen Regionen, aus der Bretagne, aus Armenien, aus Polen. Aschkenasische und sephardische Juden kamen nach der Unabhängigkeit Tunesiens und Algeriens her. Hier tummelte sich alles. Eddie singt Belleville oder Nashville. Aber es könnte genauso Belleville oder Tunis heißen. Oder Belleville oder Krakau. Aus welchem Land man auch stammt, der Rock'n'Roll reißt in diesen Jahren einfach alle mit. Mit dem berühmt gewordenen französischen Radioprogramm Salut les Copains erobert der Junge aus Belleville ganz Frankreich. Ich erinnere mich gut an ein fetziges Stück, zu dem wir immer getanzt haben. Es hieß Dactylo Rock. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard, vous avez des tibidi-bidi, Dactylo Rock, tibidi-bidi, elle chante à tue-tête, bibopolula, 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 elle travaille le jour et la nuit, même des poils le samedi, vous avez des... Bon, voilà, ça das war Eddie Mitchell vom Feinsten. Natürlich hat sich hier einiges verändert. In dieser Straße gab es viele Bars, das Fanfan zum Beispiel. Der Vater dort lieferte Kohlen aus. Den Beruf gibt es überhaupt nicht mehr. Im Fanfan bekam man den Alkohol in Kaffeetassen serviert, weil der Laden keine Ausschanklizenz hatte. Das alles ist seit langem verschwunden. Aber das besondere Flair von Belleville bleibt. Leute unterschiedlichster Herkunft leben hier in relativ bescheidenen Verhältnissen zusammen. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Neonreklamen eingeschaltet und die Kneipen füllen sich. Die Klientel hat sich gewandelt, aber in Belleville wird nach wie vor gerne gefeiert. Und es ist immer noch ein Pariser Stadtteil mit einem echten Nachtleben. Eine Verschnaufpause vom Rummeln in Belleville bietet der nahegelegene Parc des Buttes Chaumont. Auch hier hat man einen schönen Blick von oben auf Paris.
Der Park wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs angelegt. Eine pittoreske Kunstlandschaft, ein ungewöhnlicher Ort, an dem sich schnell vergessen lässt, dass man eigentlich in einer Großstadt ist. Als der Park angelegt wurde, herrschte eine enorme Landflucht. Man wollte, dass sich die Neuankömmlinge aus der Provinz hier wohlfühlten. Es wurden Schluchten wie im Jura angelegt. Kleine Bäche sollten ans Zentralmassiv erinnern. Und der große Felsen neben dem See ist eindeutig der berühmten Klippe von Etretat in der Normandie nachempfunden. Das hier ist also eine komplett künstliche Landschaft. Eddie Mitchell hat der Park bestimmt gefallen, denn er war ein großer Fan von Western. In einem früheren Eingang zum Steinbruch hat man eine Höhle angelegt und an der Decke künstliche Stalaktiten angebracht. Und dieses Geländer hier ist ein Imitat aus Stahlbeton. Falscher Fels, falscher Wasserfall, falscher See, falsche Insel. Ein Traum für Jungs, die Cowboy und Indianer spielen. Eddie Mitchell kann bei seiner Arbeit für Film und Fernsehen solche Kindheitsmomente noch ein Stück weit verlängern. Aber trotzdem singt er: Bye bye, die Kindheit war schön. Aber das war die letzte Vorstellung und der Vorhang ist gefallen. Von diesem Park aus betrachtet er die Orte seiner Kindheit und reist in Gedanken in die Ferne. Hier am Horizont sieht man das amerikanische Viertel. Es verdankt seinem Namen dem Gips, der dort abgebaut und, wie es heißt, nach Amerika exportiert wurde. Dahinter liegen die Befestigungsanlagen und dann kommt die berüchtigte unbebaute Zone. Die Leute aus der Banlieue gingen hier nur mit schlotternden Knien durch. Wenn der Zug durch die Zone fuhr, war das wie eine Pferdekutsche im Wilden Westen. Jeden Moment konnten die Apachen angreifen. Hier waren das die Halbstarken in ihren Lederjacken. Wenn Sie hier auf die Reise gehen, sehen Sie im Westen erst Montmartre und wenn Sie dann weiterfahren, kommt irgendwann Nashville, Tennessee. Von Claude Moine zu Eddie Mitchell, vom Rocker zum Crooner. Das ist ein weiter Weg. Man mag heute Sehnsucht nach den alten Zeiten haben, aber der Swing ist noch da. Und Belleville ist ein lebendiges Viertel. Es bleibt seiner Tradition treu und ist gleichzeitig ein Zuhause für die halbe Welt. Das war die richtige Mischung für den Mann, der dem Rock'n'Roll einen Hauch von Akkordeon verpasste.